Wenn du auf der Hängebrücke La Pendenta stehst, findest du Kaslatsch fast nicht. Wenn du hier auf Kaslatsch bist, siehst du die Hängebrücke. Sensationell. Eine Metapher. Welcome to the German speaking part of Europe. Letzte Woche war ich zum ersten Mal, bin ich darüber gegangen, habe ich Video gemacht. Das ist als Anhängsel des Vorstandes natürlich möglich. Aber nein, sie bleibt geschlossen. Eröffnung ist dann erst am 16. November. Yippie! Aber eben, ich war dann ein bisschen überrascht, dass man Kaslatsch nicht sieht. Aber wie ich jetzt da oben noch diese zwei schnellen Schnipsel gemacht habe, in der Playlist auf wikidienstag.ch, ich denke, jetzt ist es eigentlich ein Symbol. Am Wochenende war die Bündner Walser Vereinigung hier, gell? Diese Wanderbewegung der Walser durchs ganze Alpengebiet und dieser blinde Fleck, den sie hier ausgerechnet beim Kloster Disentis haben, wo sie natürlich ohne Walser kein Kloster Disentis und tralala. Also der, ich habe dann so getitelt, die Walser spazieren in ihrem blinden Fleck herum. Also gut, da war ein Physiker mit dabei. Der hat sich dann sehr interessiert für dieses Kaslatsch. Und ich habe ihm das dann mit meinem Ansatz erklärt, den die ETH, Fabio Gramassi und so gar nicht so toll finden. Aber ich habe also gesagt, La Pendenta, wo ist sie? Da drüben, Chabalababon. Parametrische Modellierung. Kaslatsch, postparametrische Modellierung. Das hat der Physiker natürlich sofort verstanden. Parametrisch heißt, man bestimmt die Parameter und optimiert dann in einer bestimmten Weise. Und postparametrisch, ja, da wird der Parameter selber zum Parameter und man beginnt mal so ein bisschen zu spielen und dann kommt irgendwas raus. Ein Holzturm vielleicht. Also gut. Der Punkt ist, die parametrische Modellierung kommt von der Kompliziertheit her. Kompliziert ist es immer dann, wenn ich es analysieren könnte. Zum Beispiel ein Auto ohne irgendwelches elektronisches Zeug, so eine Ente oder irgendwie sowas, gell? Wenn die nicht anspringt und der Motor läuft und das Auto sich bewegt, dann ist sie kaputt. Und dann gehst du in die Garage oder lässt das Auto abholen, damit es in die Garage kommt. Und dann kommt der Mechaniker und geht dann ganz mechanisch all diesen Verbindungen nach und geht da durch, findet den Fehler, korrigiert, fliegt, macht die Maschine wieder, wie sie funktionieren soll, dann geht sie wieder. Also gut, das ist kompliziert. Wenn etwas kompliziert ist, es kann für Laien wie mich mit zwei linken Händen auch schon sein, gell? Aber für den Mechaniker immer noch linear, kausal, deterministisch, prinzipiell analysierbar. Wäre sie nicht mehr analysierbar, würden wir eben sagen, sie ist komplex. Das ist zum Beispiel mit den Menschen so. Menschen haben über alles gesehen natürlich auch ihre Eigenheiten. Alle Menschen müssen zum Beispiel alle paar Sekunden Luft haben, sie brauchen alle paar Minuten Wasser, sie brauchen alle paar Stunden Essen, sie brauchen 8 Stunden Schlaf auf 24 Stunden und so und so und so. Also da gibt es durchaus schon auch Parameter, die alle Menschen gleich sind. Und trotzdem ist es immer wieder schwierig, man hat dann verschiedene Modelle gemacht, Charakter oder Archetypen oder weiter Teufel was. Also wo man sagt, ja, das ist ein Mensch eher so ein bisschen so und ein bisschen anders. Oder weil ich vorher gerade zur Schule noch was rein notiert habe, würde man sagen, ja, es gibt verschiedene Lerntypen, die können wir beschreiben.
und so. Also man versucht immer wieder solche, aber grundsätzlich würden wir sagen, Menschen sind komplexe Wesen. Und wenn die Menschen dann in die Psychoanalyse gehen und so tun, als wären sie kompliziert, dann wird natürlich klar, dass mit jeder Analyse-Sitzung, also meistens liegen die Frauen ja dann und der Analyst hockt oben und schaut da so ein bisschen... Also mit jeder Analyse-Sitzung wird natürlich nichts klarer. Nichts eindeutiger. Ja, eben, weil dieser Mensch halt eben keine komplizierte Maschine ist. Man kann da nicht einfach sagen, jetzt geht's wieder. Und die Maschine läuft. Gell? Sie läuft dann, bis sie... Und so weiter und so weiter. Also gut. So, auch diese Unterscheidung, ich bin immer noch bei meinem Physiker von der Walser-Vereinigung, hat natürlich diese Unterscheidung auch sofort verstanden. Die Physiker meinen, dass sie die Komplexität oder nein, die Komplementarität erfunden hätten und dann würden sie sagen, Kompliziertheit und Komplexität sind komplementär. Ich habe mich da natürlich gewehrt, William James, wer hat die Komplementarität erfunden? Und dann sind wir ja erst bei dieser digitalen Zweiwertigkeit, welche natürlich auch schon längst hinterfragt und befragt und irritiert worden ist, was heute die Quantencomputer ja schon wieder am Vormachen sind. Aber gut, immerhin, man kommt mal auf diese Unterscheidung, das finde ich immer noch ein sehr, sehr schöner Ansatz. Also La Pendenta geht vom Komplizierten aus in diese parametrische Modellierung und hier gehen die Ingenieure, die Rechner, die Programmierer, die Architekten gehen direkt von Komplexität aus und haben so völlig andere Voraussetzungen und schaffen es dann auch auf einen Holzturm zu kommen. Das ist natürlich in der sozialen Arbeit noch ein bisschen anders. Da haben wir keine solchen Ziele von Holztürmer zu konstruieren. Aber das ist einfach sehr interessant, dass jetzt also diese Ingenieure auch dort sind, wo soziale Arbeit oder auch die ganzen Geisteswissenschaften schon vor weit über 100 Jahren waren. Die Ingenieure haben dann angefangen von Chaos und Fuzzy Logic und was der Geier war, zu reden etc. etc. Aber ja, also solches Zeugs machen wir da auf unseren Spaziergangswissenschaften. Da gehen wir nicht davon aus, dass Gruppen zu uns kommen und dann bekommen sie bei uns etwas geliefert oder so. Nein, es ist vielmehr, dass wir miteinander in ein Gespräch kommen während unseren Spaziergängen durch diese Landschaft und dann diese Beispiele aufnehmen. Natürlich immer vor diesem Hintergrund vom Kloster Disentis, das ist ja immer mein hübsches Beispiel, was ich da bringen kann mit diesen Poesierädern, was vor 300 Jahren hier diese Mönche gestickt haben. Und das Lob Gottes und das Lob der heiligen Mutter Gottes aufnotiert haben, dass sie 100.000-fache Vorschläge bekommen haben, wie die Mutter Gottes gelobt und gepriesen und verehrt werden kann. Also gut, das ist einfach eine sehr schöne Ausgangslage, über diese Themen nachzudenken und über die Elemente einer nächsten Kulturform nachzudenken. Und das ist so spannend zusammen mit diesen Walsern, diese Walser-Kultur und diese benediktinische Kultur zusammen noch einmal zu denken und zu schauen, was ist denen damals eigentlich gelungen mit dem unglaublich tollen Alpinbarock, was da entstanden ist. Da bin ich also dran. Und dies, Spaziergangswissenschaften. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe.